zur Formel 1 ist ja zwar eine ganz andere Art von Rennen. Und mit der Startnummer 91 Isabel Siegel und 92. Einer von diesen Fünfen wird heute Abend zum bayerischen Meister gekürt. Schranke wegmachen, bitte. Wirst du gewinnen, ganz sicher. Ich vermute fast. Ja. Aber wir haben sie auch gekupfert, oder? Lame haben die gleiche Chassis. Ja. Ja. Aber die haben die von der Farbe noch nicht entschieden. Wir haben dieselbe Betriebsmittel und wollen einfach schauen, wer besser ist. So, jetzt fährt Markus Habermeyer. So, ich habe gelesen, euer größter Erfolg im Seifenkisten-Rennen, Zirkus war es, dass ihr euren letzten Platz verteidigt habt. Ich glaube, ihr schafft es dieses Jahr auch wieder. Ja, unbedingt, ja. Jetzt könnte ich das nicht wissen lassen. Weil wer ist euer stärkster Konkurrent, wenn es um den letzten Platz geht? Was glaubt ihr denn? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Und die anderen werden sich auch freuen, wenn ihr nicht so schnell seid. Bin ich mir sicher. Nürnberg angereist, um hier teilzunehmen, die beiden. Nochmal ein kleiner. Nummer 19 Jonas Wallstein und die Nummer 20 Nina Buschmeier. Und die Nina ist hier durchgepäst. So, dann wollen wir auch mal wieder ein paar Fahrer befragen. Die kennen sich wahrscheinlich am besten aus. Hallihallo, wie ist denn dein Name? Bea. Hallo Bea, du sag mal, du bist ja extra aus Nürnberg hierher gekommen, um mitzufahren. Ist es dein erstes Rennen? Ja. Generell? Also mit der Kiste oder mit einer? Mit dieser Kiste jetzt hier? Das zweite. Das zweite und hast du noch eine andere Kiste? Ja, eine Rennkiste. Und mit der geht das dann viel schneller oder nicht so viel schneller? Mit der geht es schon schneller. Was machst du denn am liebsten am Seifenkistenrennen? Das ist mal so. Super gemacht, ihr beiden. Der Louis hat auch noch gleich weiter mit der freien Klasse C, 18 bis unendlich. Und da ist der Engler Loisius gleich mit dabei. Von Team Drehmeier. Und der Herr Winkler, der Werner Winkler, sitzt auch mit im Wagen drin. Ich hoffe, die anderen erwerben sich das Wissen. Und die CSU mit einem riesen Vorsprung hier durchs Ziel. Aber die FDP hat gute Laune, so gehört sich das. Und trägt den Sieg davon. Da hat er, glaube ich, Chancen.